Ich hatte mir mal so vorgenommen, auf jeden Fall die Sneaker-Brands anhand ihrer Modelle ein bisschen durchzuranken. Und da wir ja heute hier zusammen sind in Lustrer Runde, wollte ich natürlich mit Mr. Essex zusammen Essex durchschnacken, wo wir die Essex-Modelle dann so einordnen würden. Und da bin ich sehr gespannt, weil ich natürlich bei einigen eine klare Meinung habe, bei einigen nicht mal den Unterschied zwischen einigen Modellen kenne. Aber das wirst du mir dann ja hoffentlich erklären können. Druck ist da auf jeden Fall. Also, ja, wen haben wir denn da als erstes? Ist es Also hier ist der... der GT 2160, der ja letztes Jahr rauskam, der mir auch sehr, sehr gut gefällt, muss ich sagen. So gut, dass ich mittlerweile, ich halte kurz die Ohren zu, drei Stück davon meinen eigenen kann. Das ist wirklich ein bisschen zu verrückt. Gefällt mir unfassbar gut. Ich gucke mal, ob ich hier so nebenbei, ich schließe mal so ein bisschen was, dass wir euch die auch einmal in groß zeigen können. Ich glaube, das ist ganz sinnvoll. Essex GT 2160. Finde ich wirklich, also gemeinsam mit dem Gel NYC ein richtig, richtig großer Wurf seitens Essex. Dieser gelb-goldene und der grüne hier unten sind ja die OG-Colorways gewesen. Ich habe den Dime noch und tatsächlich habe ich den hier noch. Alle, die den Adventskalender gesehen haben, werden es wissen. Wobei ich bei dem noch nicht so überzeugt bin, aber mal sehen. Ist auf jeden Fall ein krasser Schuh. Das auf jeden Und Fall. ich glaube, irgendwie sowas zwischen A und B. Aber ich glaube, ich würde ihn erstmal auf B einsiedeln. Und bei dir? Hast du eine klare Meinung? Ja, würde ich, also finde ich in Ordnung. Also das war ja auch der in hellgrün-weiß-beige, den du hattest, oder war es nicht der 2160? Das war der F30, der Ah, okay. aber auch als NYC rauskam tatsächlich. Ja, ey, die sehen ja wirklich unfassbar ähnlich sich Aber aus. finde ich schön. Kann man auf B auf jeden Fall machen. Dann haben wir hier noch den Gel NYC als nächstes, der zweite große Wurf. Oh Ja, ja. ist Ich finde den unfassbar guter irgendwie Schuh. geil, weil der so ein bisschen markanter ist einfach. Das finde ich nice. Also, und ich finde wirklich, es gibt auch keine schlechten Colorways Nee, von dem. ich finde den ja auch unfassbar stark. Ja. Den, der, wie mein F30 ist, auch richtig Ja. crazy. Also, ist einfach unfassbar. UNC kommt natürlich auch noch, aber der hat ja so noch so ein komisches Muster drin, aber irgendwann. Der Ankh-Colorway. Ja, der muss A oder S, also ich. Für mich ist es ein S. Es ist ja auch der Sneaker des Jahres 2023 Ja, geworden, ne? Also, eigentlich spricht da nicht so viel das gegen. jetzt bin ich gespannt. Ist das der. Nee, Ich Kayano weiß gar Legacy ist nicht, das ob es der nicht. G Venture 6 ist. Ich Ja. kann es nicht so gut erkennen Aber, auf dem also, Bild. Shoutout, dass du die Namen alle aus dem Kopf kannst. Also, finde ich Ist bei er das ja, Essex. ne? Also ich könnte jetzt auch völlig daneben liegen. Aber doch, Venture. Ja. Okay, sollte ein G Venture 6 sein. Ist ja gerade auch im Kommen. Immer mehr Stores, die den am Start haben. Egal, wenn ich jetzt völlig daneben liege und das ist der gar nicht. Aber hat mich ehrlich gesagt nie so richtig gehuckt. Ist auch, glaube ich, preislich so im 100er-Bereich, meine ich. Teilweise. Gibt hier und da ein paar gute Colorways, aber ist nicht meiner. Würde ich tatsächlich sogar vielleicht auf zwischen C und D, D. vielleicht sogar Tendenz zum D ranken. Ist okay. Das ist jetzt aber der Gel Kayano Legacy. So, Leute, jetzt habe ich mal Stark, jetzt habe ja. ich hier mal mein Wissen gezeigt. Den finde ich tatsächlich spannend. Der kam ja in zwei Colorways dieses Jahr raus. Einmal bunter und einmal so als Running Millennial Silver Colorway. Finde ich sehr spannend. Was sagt ihr dazu? Ich bin sehr gespannt, ob ich da alleine auf weiter Flur bin. Da ich noch keinen habe, kann man sich, glaube ich, so ein bisschen denken, was ich von dem Schuh halte. Ich finde den gut, aber es reicht für mich irgendwie nicht. Also irgendwas fehlt mir. Ich weiß nicht, ob es die Colorways sind, weil ich die irgendwie nicht gut genug finde. So ein Silver Colorway, da geht mehr, finde ich. Und der bunte, ja, ist okay, aber mehr auch nicht so richtig. Stimmt, es gab hier noch die GmbH Collabs, die aber Genau. auch ein bisschen too much sind, in my opinion. Tendenziell für mich auf jeden Fall C, aber kann doch, da ist viel Luft nach oben, sage ich mal. Aber ich finde C okay. C, lassen wir Der C vereint ja, machen. glaube ich, so das Beste aus allen Kayanos. Man erkennt ja auch die Kayano-Sohle vom 14er. Aber Stand jetzt ist es, glaube ich, C. Ich meine, das nächste ist sogar ein G-Lite 5. Ja, das ist für mich ein F.
Das finde ich, vom Shape ist es eine Frechheit. Also ich weiß nicht. Irgendwie. I don't know, Leute. Tut mir leid. Da müsst ihr jetzt mal sagen, wer von uns beiden recht hat. Also für mich ist das... Das ist ja der, den ich hier die ganze Zeit... Nicht mal in der Competition irgendwie. Eisenstadt, mach mal Lärm hier. Mach mal was. Sag mal was. Lass mich hier nicht hängen. Finde ich ganz schlimm. Egal, ob Kith damit arbeitet oder so, es ist einfach nichts. Wie gesagt, ist ein Herzensschuh für mich, aber ich habe momentan keinen und ich habe viel anderes gekauft. Deswegen ist es vielleicht dann auch nicht so, so big für mich. Und wenn du so auf dem D und du sagst dir sogar F, ja, ich bin schlimm, eher so, schlimm. Ich wäre so auf dem C-Trip, aber wir können den erstmal bei D sonst danke einordnen. G-Light 5 geht nicht. Jetzt kommt ja hier. Da so wollte man Huarachi werden. Huarachi ist auch ganz schlimmer Schuhe. Ich weiß leider nicht, wie die ganzen Kikos heißen. Da finde ich den Retailpreis eine Frechheit. Ja. Aber ich sehe da einen Markt tatsächlich. Ja, definitiv. Wobei man auch sagen muss, dass der vereinzelt schon echt krass im Sale gelandet ist. Und ich finde diesen braunen Colorway auch gar nicht so schlecht. Aber an mir sehe ich den persönlich nicht. Der gelbe, ich hatte da erst Montag oder gestern mit einem Arbeitskollegen gesprochen. Der erinnert mich irgendwie mal so ein bisschen an M&M's. Ich weiß nicht wieso, so an gelbe M&M's gibt mir das so ein bisschen den Vibe. Mhm. Aber das ist mir too much, muss ich ehrlich sagen. Würde ich mir jetzt nicht ziehen, vor allem nicht zu dem Preis. Check aber, was der Schuh will und warum der auch hier und da gefragt ist. Aber aufgrund, Innovation klingt immer so hochgestochen für einen Schuh. So, aber für mich wäre es so zäh, weil es hat Luft nach oben. Ja. Spannend. Es ist auf jeden Fall spannend. Mindestens spannend, wie Amadeus sagen würde. Liebe Grüße. Das soll jetzt dann 11,30? Ich meine, ja. Oder, nee, 10,90 ist es, glaube ich, oder? Natürlich, der geht 10,90. Ist doch klar. Ist doch klar, habe ich doch erkannt, Leute. 10,90. Wo ist jetzt übrigens endlich wieder den für mich OG-Colorway, habe ich letztens irgendwo gesehen, ich glaube bei Soulbox. Sprich den hier. Der ist jetzt wieder am Start und da bin ich heiß drauf, weil ich meinen nicht mehr habe. Ja, aber mit dem Gel 1090 hat vieles angefangen. Nicht meine Liebe zu Essex, aber wurde dadurch auf jeden Fall manifestiert. Deswegen, er wurde ein bisschen abgelöst vom 1130. Ich wollte gerade sagen, selbstverständlich ein S-Tier, aber vielleicht dann doch eher ein A-Tier. Weil es ist, Preis-Leistung stimmt bei dem Schuh. Unfassbar schöne Colorways. Mit der, ich glaube, Anderson Bell hatte auf dem 1090 anfangs seine Collab, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, unfassbar starke Collab, der ich auch sehr hinterher traue. Digga, auf Lager. Kann eigentlich nicht sein. Aber wir gucken trotzdem mal kurz. Ja. Leute, falls jemand von Overkill im Chat ist, würde mal beheben, diese Google Ads-Geschichten. Für mich ist es ein A-Tier, würde ich sagen, wenn du dich damit auch anfreunden kannst. Also ich finde den 1160 tatsächlich stärker als den. Okay, dann setzen wir den auf B. Okay. Ist okay, ist okay. Also ich weiß, was du meinst, aber für mich außer der OG der hat ist quasi alles, mit dem hat alles begonnen so ein bisschen. Jetzt muss ich hier einmal gucken, weil ich den nächsten gar nicht so wirklich erkenne auf dem Bild. Ist das der? Dann kommt jetzt tatsächlich der 1130. Ja. Der GC90 hat alles ins Rollen gebracht und der 1130 hat dann quasi nur noch eingeköpft oder wie auch immer man das sagen will. Wahnsinnsschuh. Ich bin super happy, dass ich weiß gar nicht, wie viel ich davon habe. Dass ich zwei oder drei davon auf jeden Fall habe und auch alles in meinen Lieblings-Colorways. Und ja, er sieht dem C90 halt sehr ähnlich, ne? Deswegen ist es schwer, da jetzt irgendwie anders zu tieren. Aber wir hatten auf dem 1130 unter anderem auch die Hell Collabs, was den vielleicht dann so ein bisschen mehr nach oben drückt. Wir hatten, ich weiß gar nicht, wie dieses Pack heißt, was Fabs auch erwähnt hat in seinem Jahresrückblick. Aber ich weiß gerade nicht, welches das war. Auch unfassbar gut auf jeden Fall. Auf dem 1130, was ich sagen will, geht auf jeden Fall wesentlich mehr als auf dem 1090. Deswegen A oder B. Also von meiner Seite aus ist es A. A, okay. Du zeigst Herz, das ist gut. Doch, definitiv. Finde ich sehr gut. Ich meine, jetzt kommt der Gel Quantum Kinect. Heißt ja, so? Quantum Kinect, ja. Quantum.
Übrigens, Leute, ich habe die rausgesucht. Nicht, dass ihr denkt, ich habe hier komplett das Vokabular mir auswendig gelernt. Ey, Bro, was für ein Schuh. Wirklich, letztes Jahr für mich auch richtig krass am Ballen gewesen. Ich glaube, dieser grüne Colorway war auch der erste. Dann kam hier noch dieser cremefarbene. Richtig stark, sehr futuristisch. Irgendwie so ein bisschen das, was ich mir von Kiko so ein bisschen mehr gewünscht hätte, was wir jetzt hier auf D, glaube ich, gerankt haben. Beziehungsweise auf C. Aber der ist crazy. So außer 260 Euro Retail habe ich da nicht viel dran auszusetzen, ehrlich gesagt. Ich muss auch sagen, dass er mir erstaunlich gut gefällt. Ich weiß nicht, ob ich den an mir sehen würde. Irgendwo schon, ich finde auch jetzt ein bisschen nicht. So ein gewisses Etwas hat er, was an dir ja, genau. An dir geht. Aber ich bin ehrlich, bei den Preisen würde ich da schon Abstand von nehmen. Muss man. Also wenn der jetzt 160 Euro kosten würde, würde ich mir den, glaube ich, mal zulegen. Aber 260 ist mir tatsächlich zu viel. Pretty too much, ja. Also das drückt für mich auch so ein bisschen das Voting, weil ansonsten würde ich den tatsächlich auf A setzen. Ja, check ich. Aber aufgrund da, dass wir eigentlich schon dreimal einen 11,30 kriegen für den Schuh, würde ich den tatsächlich auf B sehen. Könnte ich mit leben. Mit Tendenz nach oben. Ja, also, ja, total. Total. Ein bisschen sliden könnte. Ich kann den einen hier nicht so gut erkennen. Auch nicht mehr die besten Augen, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist der Gel Sonoma. Ah, der 1550. Kommt das hin? Ja. Okay. Absolut krass. Hätte ich mal damals so Vokabeln gelernt, ne? Wirklich. Auch eine schöne Ergänzung zu diesem Outdoor-Vibe in meinen Augen gab es ja dann auch, ich weiß nicht, war es eine APC-Collab, glaube ich. Und ich glaube, Anderson Bell hat sich da auch drauf verewigt. Vielleicht bin ich aber auch gerade bei einem ganz anderen Modell. Genau, den hatten wir. Nee, ist es nicht. Ja. Der ist es nicht. Ist für mich immer so in der Range mit dem New Balance 610 so auf einer Linie. Also ja, so ja, guter Vergleich, ja. So ein bisschen, ja, doch, in meinen Augen das Gleiche sein. Und der New Balance 610, den finde ich einfach irgendwie ein bisschen stärker dahingehend. Deswegen habe ich davon auch noch keinen. Und auch trotz der Collabs habe ich keinen. Irgendwas auch so zwischen C und D, würde ich sagen. Ich glaube D. Okay, ich hätte ihn so mit so einem Hang zu C gepackt, aber ich kann auch mit D. Ich finde auch, die Tiger Stripes hat man da verunstaltet. Nicht ehrlich. Dafür, dass es hier meine Fave Brand ist, ist hier ganz schön ganz schön leer. Ey, das ist das Schlechteste, eine 4. Das ist ausreichend. Ja, Gel Nimbus 9. Auch sehr, sehr guter Schuh. Wundert mich auch, dass ich den noch nicht habe, ehrlich gesagt. Gab es mal so eine Wind and Sea Collab, war es, glaube ich, die ich unfassbar stark fand. Hat es aber dann doch nicht in Kleiderschrank geschafft. Ich weiß. Ich weiß, irgendwas stört mich an dem Schuh. Ich weiß aber nicht so richtig, was. Vielleicht ist es dieses Bulk hier, das ist irgendwie auf dem ersten Blick so 11,30, 10,90 Vibes hat, dann aber doch ein bisschen kompakter ist. Und irgendwie finde ich, der Gel NYC hat genau in die Kerbe eingeschlagen, in die der irgendwie eigentlich auch so ein bisschen, finde ich, reinpassen sollte. So rein von der Silhouette. Das ist ganz schwer zu erklären. Aber ich mag den Schuh. Ich mag ihn aber nicht so sehr wie beispielsweise alles, was so ein B-Ranking ist. Also er würde zwischen B und C fallen, aber ich würde ihn auch auf B setzen. Ein Stück über B wird er bei mir nämlich auch hängen, weil es ist am Ende ein solider Schuh. Ich glaube 170, 180 oder 160 ist Normalpreis. Ist viel Geld. Da würde ich auf jeden Fall eher zum Gel NYC raten. Aber irgendwie mag ich den. Der ist schon sehr gut. Jetzt kommt der X89. Yes. Einer, der echt aus der Reihe tanzt erstmal, absolut, oder? Absolut, definitiv. Natürlich naheliegend, dass der im Portfolio gepickt wird seitens Essex, gerade nach dem 550er-Hype und generell so Dunk und Adidas, keine Ahnung, Forum, ist ja da so ein bisschen einzusiedeln. Richtig guter Schuh, wo ich nicht verstehe, warum der nicht so gut funktioniert, ehrlich gesagt. Also der Preis ist mindestens fair, gerade im Sale ist der sehr, sehr fair. Wir hatten ein paar geile Collabs. Needles war am Start. Ballaholic, Asphaltgold. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, der Schuh hat nie richtig gezündet, oder? Ich muss aber auch ehrlich sagen,
Ich finde, das ist immer alles nicht schlecht oder so, aber irgendwie tut es für mich die Silhouette einfach nicht. Also, wie gesagt, es ist ein hohes Niveau und ich finde es auch gut, dass es im Portfolio da ist. Aber ich finde, Richtig. dass es in diesem Segment einfach andere Brands deutlich besser machen als Essex. Und wie gesagt, ist schön, dass Essex das auch irgendwie da hat, aber bin hier ehrlich, also weiß ich nicht, das ist wie damals, Es wenn du war sagst, ich will zu McDonald's und Tick zu spät halt Mama einfach, sagt, ne? ja, McDonald's ist Also, zu da Hause. war wirklich, okay, I jetzt don't ist New know. Balance hier am Überrollen mit dem 550er, dann lass doch auch sowas raushauen. Ja, genau. Und das ist halt auch so das, was da mitschwingt, aber ich kann den Schuh wirklich wärmstens empfehlen, wenn ihr den mal für 70, 80 Euro irgendwo bekommt, schlagt zu, es ist wirklich ein verdammt guter Schuh. Wo wir das Ganze hier einordnen, ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig. C. Okay, ich hätte auch wieder den Hang zu B gehabt, aber wir können uns bei C treffen. Jetzt GKJ kommt einer 14. meiner heimlichen Favoriten, muss ich sagen. Sprechen wir vom GKJ 14? Ja. Vom Coffee and Cream. Shoutout an Oh Glory Hole, die ja. den, glaube ich, so als erstes genannt haben. Ja, also brauche ich dir nicht viel zu erzählen. Für mich absolutes S-Tier. Unfassbar geiler Schuh, todesbequem, super fresh. Vor allem eben in diesem Jaune für Arme Colorway, der dann rückblickend betrachtet doch eher der eigentlich wahre Jaune Colorway ist. Also ich hatte für 280 letztens also 280 Euro eine 42 oder 42,5 gesehen von dem, den ich ja lange Zeit immer haben wollte. Bin aber wirklich happy auch mit dem, auch wenn ich ihn noch nicht getragen habe. Aber ist ein gutes Ding. Ich weiß, du hast ja schon einen geheimen Favorit gesagt. Vielleicht lassen wir den Gel NYC nicht so alleine da oben. Ist okay, darfst du ihn auch Sehr hinsetzen. schön. Und last but not least, kleine Der Reise in die Vergangenheit. Essex-Schuh. Der Die Essex-Schuh. G-Lite 3. Sehr, sehr starkes Ding. Gerade heute in der Folge mit Cynthia noch drüber gesprochen, über den Sean Wotherspoon. Dick History wirklich, spätestens seit A Few und den Kois auf jeden Fall nicht mehr wegzudenken. Und Ich fand den Citrus auch immer sehr, sehr ja, spannend. schöner, schöner, stimmiger Colorway, aber. Da war das Problem halt, finde ich, dass es halt zu viele gab und auch zu viel Materialmix, sodass man irgendwie den Überblick verloren hat. Und das Gefühl hatte ich jetzt in der Vergangenheit auch so ein bisschen, dass man da zu viel wollte und es gab zu viel Gutes, sodass man am Ende halt nichts gekauft hat. Oder bei mir war es dann so, ich hatte dann ja den A Few Beauty of Imperfection, so der hat mir gereicht und dann brauchte ich halt nicht noch irgendwelche Colorways nebenher. Aber da waren schon viele gute in letzter Zeit auch dabei, aber es hätte halt auch ein paar weniger sein können, in meiner Ansicht nach. Wenn ihr, glaube ich, ganz runterscrollt bei Instagram, dann seht ihr meinen G-Lite 3 von damals. Stimmt. Ich hatte so einen braunen Wildleder G-Lite 3 und Richtigen den erwachsenen G-Lite 3 hattest du. fand ich richtig, richtig stark damals und finde ich auch bis heute noch echt schön. Weiß aber gar nicht mehr. Also ich habe den tatsächlich im Outlet damals geschossen und ja, war ein wunderschöner Schuh und ich war damals sehr beeindruckt, wie bequem die einfach sind, ne? Also echt, ich muss sagen, ich bin immer nicht so der Riesenfan, dass es einfach die Zunge nicht gibt. So, weißt du? Also da bin ich immer so, ha, ich weiß nicht, manchmal finde ich es cool, dann finde ich es wieder nicht so cool. Aber G-Lite 3 vom Shape finde ich bockstark. Ja, ist also muss irgendwo oben stattfinden. Ist für mich ein S. Okay, So. kann ich gut mitgehen, ja. Also, und da bin ich jetzt auch schon relativ zufrieden. Also, ich würde auch den Kinematic vielleicht sogar nochmal auf A ranken wollen, weil, also wie gesagt, das Einzige, was gegen ihn spricht aus meiner Sicht, ist wirklich der Retailpreis. Ja. Ansonsten finde ich aber relativ, also alle eigentlich ziemlich gut. Den X89 kann man für argumentieren, dass es ein B ist, aber ansonsten finde ich, gibt es gar keine Wackelkandidaten. Im Großen und Ganzen ist das schon eine sehr gute Abbildung. Klar, hier und da, dadurch, dass wir ja auch wirklich sehr unterschiedlich zu der Brand stehen, muss man ja auch Ja. sagen, so wir verstehen uns bei vielen Sachen, aber es gibt natürlich auch Sachen, wo du sagst, das ist nicht deins, dann ist es umso mehr meins und ich bin da eigentlich auch ganz zufrieden mit, so wie das jetzt hier aussieht. Wie Also. der Jeff Staple, das ist genau meins. Oder auch der New Balance. Ich bin gespannt, was es dann bei dir noch wird. Also Leute, was ist das für ein geiles Ding, oder? Seid mal ehrlich. Ist Das ist schon. doch wohl. Wie gesagt, ich war nicht Boah. ganz sicher, ob ich ihn jetzt behalte, aber spätestens nach heute kannst du das Lara erklären. Nein, also ich glaube, ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr meine Schuhe auch mal wieder zu tragen, was auch Krasses
Geile, also wirklich jetzt cutten, direkt cutten. Ich habe mir jetzt vorgenommen, die Schuhe zu tragen. Daran liegt, dass ich jetzt wieder viel Platz im Flur habe. Da zeige ich euch bei Instagram irgendwann noch mal ein bisschen was. Und das war halt immer das Problem, weil ich hasse es, wenn dann die ganzen Schuhe vor dem Schuhschrank stehen. Und ich will jetzt auch nicht irgendwie aussortieren und welche nicht mehr da stehen haben, sodass es dann einfach eine Vergrößerung wurde. Und jetzt, da haben wir auch heute in der Folge drüber gesprochen. Jetzt ist es soweit, ich habe Platz und keine Ausreden mehr. Das heißt, ihr seht mich dieses Jahr sehr vielfältig an den Füßen. Verrückt, verrückt. Aber geiles, geiles Ding. Kann man schon Schöne sagen. Rubrik auf jeden Fall. Das sollten wir definitiv fortführen mit den Rankings.